Geschwindigkeit mit ein bisschen Ruckeln Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu StumbleGuys mit mir, dem Interfox. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mit dabei sind in chronologischer Reihenfolge Black Cat, der Größte. Hallihallo. Dann kommt Ganon, der etwas Mittelstämmige. Und danach Kenny, der Kleine. Ich weiß nicht, wenn wir nach Größe gehen, da ich nicht weiß, wie groß Max ist das... Im Herzen bin ich auch groß. Ich bin kleiner als du, Tom, ich bin kleiner als du. Wie groß bist du? 1,78. Wir fangen erstmal mit einer typischen Ziehung an, Leute. Die 2 Zentimeter. Also wirklich. Das sind, ich bin nur 2 Zentimeter. 2 Zentimeter für ein Großunterschied. Das hat wahrscheinlich muss auch bloß anscheinend Spaß. Alles klar. Ey, es fängt gerade die Aufnahme an. Es war nur Spaß. Also, ich sag mal so, Miss Vicious 2, ja, ne? Miss Vicious weiß Bescheid. Kann ich gerne bei dir melden. So, ich mache jetzt noch einmal vom Superrad. Es gibt ja neue Tokens, und zwar die Super-Tokens, meine lieben Freunde. Deswegen mache ich jetzt mal hier schnell, genau. Wo ist Mr. Beast? Wo ist Jimmy? Mr. Beast gibt's nicht mehr. Die Mr. Beast-Aktion ist erstmal vorbei. Aber wir machen jetzt... Ich bin an der Gurke. Damit kennst du dich aus, ne? Klar. So. Fuck it! Ich hätte fast einen Skin bekommen. Aber ich. Ey, guck mal, wie geil. Ich hab 5 Juwelen bekommen. Geil. Absolut, Leute. Geil. Ui. 3 Juwelen. Geil. Übrigens, Luca und ich haben uns noch geeinigt, falls wir illegale Substanzen sagen, wie wir bereits beim kolibianischen Pausepulver gemacht haben, dass wir dann jugendfreie Begriffe ausdenken müssen. Oder wir sagen sowas einfach nicht. Das krieg ich theoretisch hin. Nein, gerade du kriegst das nicht hin. Es kriegt jeder andere hin, aber du nicht. True. Also, ich bin der Letzte, der irgendwelche politischen oder nicht korrekten Genau. Hä? Leute, ich hab außerdem einen coolen Skin, Leute. Ein bisschen was von der Kokospflanze, bitte. Ja, okay. Ich lade euch ein, Leute, und zwar jetzt geht's in eine neue Runde zu viert. By the way, ist ja, das wissen ja Black Cat und Kenny noch nicht, und zwar ist ein neues Format auf meinem YouTube-Kanal gestartet, und zwar werden ab sofort einzelne Kämpfe, einzelne Finalduelle zwischen mir und meinen Gästen oder zwischen den Gästen an sich als Einzelvideos hochgeladen. Das heißt, zum Beispiel auch zwischen den Charaktern und ihren Erzfeinden. Das heißt, wenn Black Cat das nächste Mal gegen Mölker kämpfen sollte, dann wird dieser Kampf auch hochgeladen als separates. Dann muss Max aber auch einen Erzfeind nennen. Ich brauche keinen Erzfeind. Max hat mich. Richtig, Luca ist mein Erzfeind. dann habt ihr euch beide gegenseitig. Kenny hatte sein Orville. Orville, nicht Orville. Nein, Orville. Orville heißt das. Orville. Nein, bei uns ist er Franzose. Bei uns ist er. Orville. Nein! Er heißt einfach nicht mehr Orville, sondern Orville. Der hieß schon immer Orville. Abendrot ist hinter dir. Oh, Leute, Tom nutzt tatsächlich sogar den Skin, den ich ihm geschenkt habe. Jetzt bin ich glücklich. Also jetzt ist mein Leben perfekt. Natürlich habe ich deinen Skin. Was denn sonst? Was hast du erwartet? Oh, Mann. Nein, Gandalf, der Drogensüchtige. Ich hasse dieses WLAN. Ach ja, das ist eine neue Map, Leute. Und zwar Crab's Landing. Ich hab's schon jahrelang gefühlt nicht mehr gespielt. Okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber... Einfach mir folgen, Leute, dann könnt ihr nichts falsch machen. Ich meine, Tom ja auch schon so alt ist. Ja, der gute Tom hat in letzter Zeit wenig gespielt. Ich glaube, einfach ein bisschen die Luft ist mal rausgegangen. Hoffentlich kriegen wir das jetzt bald mal wieder ein bisschen zurück. Ich habe gar nicht mehr gespielt. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf... Das Ding ist, ich hätte gerade richtig durchziehen können. Stattdessen ist mein WLAN abgekackt und ich muss jetzt diese ekelhafte Juicy Drop Werbung angucken mit diesen cringen Jugendlichen. What the fuck? Ja? Ich
Also dann. Nee, nicht. Mann, diese dumme Krabbe! Nicht in der Mitte durchspringen, rennt außen rum, außen ist sicherer. Oh, Marlon, das ist, ja, so geht das auch. Geht bestimmt. Ja, nein. Nein, oh, Bruder, wie soll ich das machen? Oh. Ich hab dich gesehen. Ich bin zu 100% raus. Na, abwarten, oh, Black Cat. Oh mein Gott, du hast einen Fischrucksack. Boah, du siehst so fancy aus, ne? Alter, auch, du siehst, auch wenn du ein bisschen mich an diesen einen Typen aus South Park erinnerst. Oh, der hat noch gefallen. Ich dachte, ich muss irgendwo reinklettern. Du bist mir nur eine Frage. Ja? Man versteht dich ganz schlecht, Kenny. Ja, war nie gut. Kenny? Der einzige, der Kenny gar nicht bist. Nee, ich glaube, Kennys WLAN kratzt gerade dezent ab. Ein bisschen könnte sein. Hallo, ich bin hier, guten Tag. Ja, Kenny! Dann sprechen Sie Ihre Frage aus. Kenny hat sich gerade einfach original angehört wie fucking SpongeBob. Ich habe Yerban jetzt fast durch, also ich wollte fragen, was du da für ein Problem hast. Ich bin bei Welt 2 Level 6 bin ich ausgerastet. Ich guck übrigens gerade eine Runde hier Anti-Dash nur so. Das ist eine scheiß Banane von mir, Alter. Kenny, ja! Deswegen sage ich auch Banane. Oh! Das wird wohl wieder ein sehr, sehr spannendes. Tschüss, Kenny! 1 gegen 1 zwischen Solimati und. Dieser kleine Hundekörper. Das nennt man noch Welpe, ne? Nein, ich sag nicht Hundekörper, ich sag Hundekörper. Weil das Wort für H, oder wie lange das wieder? Weil das H wohl. Jawoll! Boah, das hat es aber auch gedauert. Hustenbonbon. Ich würde auch Hufeisenbesitzer sagen, aber das ist auch langweilig, deswegen sag ich Hundekörper. Ja, also ich sage Wüstenbonbon. Wüstenbonbon. Du Hustenbonbon, der Lutsch ist mir, nee, der Tropf ist gelutscht. Du musst Max, wo bleibst du? Black Cat ist Host. Black Cat ist Host. Nee. Black Cat, sie müssen den guten Dingens einladen. Wir sind gerade mitten im Video und ich kenne diese Aufnahmen bei uns. Das wird noch sehr abgefuckt heute. Was meint ihr, warum? Aber bei uns geht immer wenn ihr da seid. Diesmal haben wir nicht misswisches. Sorry, ich wollte es nicht sagen, das wird sehr abgevögelt heute. Das wird sehr abgezitschert. Black Cat, Sie müssen Max einladen. Black Cat, Sie müssen Max einladen, Sie sind der Host. Sie sind der Host, Black Cat. Bitte, tun Sie was. Ich Luca mal einladen. Du, Tom ist Host. Die ganze Zeit ein. Leute, ich glaube, Luca will was sagen. Tom ist Host, Max, du musst bei Tom rein. Tom, warte kurz. Ja, dann geh auf Spielen, Freunde und Dings. Ihr müsst euch eure Konversation gerade vorstellen. Ich sage gerade, ja, du musst gerade bei Tom rein. Also, oh ja, warte mal kurz. Ich bin gerade noch oben drin. Oh Mann. Ich bin oben, ich bin auch dabei. Oi! By the way, ich möchte nochmal mich an der Stelle entstammen. Das hat ein bisschen was, ich sehe ein bisschen aus wie so ein Astronaut mit dem Anzug. Du bist Captain Cat. Du bist CC. Das Ding ist, ich bin der Händler vom kolumbianischen Brausepulver. Heute, wieder mal. Oh Junge, du Hustenbonbon. Imagine Mickey Maus kleide ich dich. Und sagt man Hustenbonbon zu dir. Stell dir mal vor, Tom beleidigt dich so, während ihr im Kindergarten seid. Du Hustenbonbon. Du Hustenbonbon. Oh ja. Hallo Leute. Hallo du Brausepulver, Alter. Du Genießer von kolumbianischen Brausepulver. Oh, das sind diesmal Spieler, Leute. Wir müssen diesmal ein bisschen schneller sein. Also ich sag jetzt mal die nicht jugendfreie Version davon, und zwar hier drogensüchtig. Nein!
ne, Kokain sucht die. Deine Verwandte ersten Grades ist eine vielgeliebte Frau. Ja, was? Oh, Tom, das war sehr schwach. Weißt du, was auch? Du Hund! Du Hund! Du Hundekörper! Ja, true, Alter, dieser Bastard hat mich einfach mit so einer scheiß Banane abgeworfen. Na, Kenny! Das war safe von Luca. Oh, dieser grüne, der grüne Schleim, Alter, dieser grüne Schleim ist immer tödlich für Kenny. Oder er wurde schon, man hat ihn schon in meinem Doritos-Video komplett. Ja, ich habe dieses Doritos-Video gesehen, Leute. Das Doritos-Video ist selbstverständlich jetzt hier unter dem Video in der Videobeschreibung drin. Ja, das ist der Dorito-Ninja. Ey, aber das Beste war immer noch, wie wir einfach... Das Beste war einfach immer noch, wie ich dann so gesagt habe, yo, dieser Vater erinnert mich übelst an Luca. Boah, ich dachte mir so, Alter, ich hatte das Bedürfnis, dich in dem Moment nach Köln zu kommen, um dich windelweich zu hauen. Wieso? Was war denn mit dem Typen? Der Vater der ist... Halt immer von seinen, der wurde von seinen Kindern gesnitcht. Nein! Ja, Luca wird auch mal von seinen Kindern gesnitcht. Bitte, was? Ja, ich hab's. Da weißt du aber mehr als ich. Du weißt vor allem, dass ich Kinder habe. Also wenn Luca schwanger werden will, dann ich bin so ein Kind. Kind oder Kind? Kind oder Kind? Oh! Oh! Nein! Leute, off-topic-Thema, Max ist einfach ein eigener Kind. Ja, ist ja, Stehst du auf Maximilian? Bitte, nein. Du hast nicht das Recht, um meinen vollen Namen zu sagen, ne? Wann musste ich dich fragen? Mich nennt jeder Max. Nein, das stimmt nicht. Das stimmt nicht, Max. Max, dann ist deine Aussage wieder hinfällig. Max, ich nenne dich Gandalf der Kokainsüchtige. Das stimmt also jetzt nicht ganz, was du da erzählst. Ey, du, Alter, Luca ist so ein Provokanter. Ey, er nimmt da seine Bananen überall hin, Alter. Ja, true, Luca ist halt aber einfach. Luca fühlt sich, weil er einfach den Scheiß passt. Ja, Luca ist so ein Chiquita-Wurfmeister. Was? Ja. Aber es funktioniert doch, Alter. Ich gehe den Leuten damit gerade ordentlich auf die Eier hier. Und Tom auf jeden Fall. Ja, mir auch. Ich hab halt von jeder zweiten Banane getroffen. Ey, Kenny, weißt du was? Ja! Nein! Ja, und Lukas der Erste, der gestorben ist. Boah, wie knapp das Spiel war. Black Cat! Oh mein Gott, Black Cat, ey. Das war mehr Glück als Verstand gerade. Ja. Ja, das sieht aber gut aus, ey. Das sieht gut aus. Was Luca gerade verdient, das war gerade so verdient. Ja, okay, Leute. Ja, ich kaufe mir den Pass. Das stimmt auch. Aber dadurch habe ich immer gute Zugmöglichkeiten. Und ja, ich nutze die Dinger auch häufig. Aber ich habe ja schon mal versprochen, ich werde, wenn ich sowas wie Treten oder Schlagen habe, das werde ich nicht gegen euch einsetzen, sondern lediglich gegen meine anderen Gegner. Ja. Und um mich zu verteidigen. Die Banane, ganz ehrlich, der könnte ja ausweichen. Tom ist raus. Ja, nicht, wenn du mir die in die Fresse wirfst. Ja, das ist nicht wahr. Tom ist raus. Aber Tom hat länger... Was hat er gemacht? So. Wow. What? So, während sich die anderen noch das angucken, hole ich mir mal eben tatsächlich die, eben die Belohnungen hier ab, die wichtig sind. So. So, ja, ich komme sofort, Tom. Ich erscheine sofort. Stumble Pass. Ja, ja. Okay, wir können... Oh, wir kriegen... Ui. Wisst ihr noch die Zeit, wo kommen einfach kommen hieß und nicht kommen? Das, boah, wann war das? Das ist ja schon... Okay, das müsste eigentlich lustige Zitate. Tom, Doppelpunkt, wisst ihr noch, wo kommen hieß und nicht kommen? Aha. Ich weiß, was ich meine. Ich weiß nicht, was du meinst, ehrlich gesagt. Ich kann mich an diese Zeit noch erinnern. Das war zu der Zeit, da war Gano noch nicht geboren. Das ist schon echt lange her. Ja,
da bin ich ja froh, dass ich das nicht weiß. Da war Max noch flüssig. Luca, da war Max ja. Luca, da bin ich ja froh, dass du dich selber als Stein alt einbuchst, ne? Tschüss, Tom. Was war das denn, Tom? Es sah auf jeden Fall sehr witzig aus, deswegen wird das für ein zusätzliches Read auf jeden Fall funktionieren. Nein! Warte mal, darf ich einen Titelwunsch äußern? Aber selbstverständlich, den darfst du auch mir nachher nennen, sobald ich die hochlade. Nein! Leute, es ist Feuer und Wasser. Ich möchte als Titelwunsch baden, Tom wollte baden gehen. Ich hab auch gleich keine... ich will gleich einen Pinguin wegwerfen, Alter. Oh nein! Ich hab Pinguin als Minecraft-Skin, willst du mich wegwerfen? Ich dachte, du identifizierst dich als Katze, jawoll! Luca! Ja, aber ich hab leider keinen Katzen-Skin in Minecraft. Ich musste als. Lass mich doch mal ausreden! Huch! So! Luca, ich hab auch einen Titelwunsch. Ja. Und zwar die Ritze war. Wie bitte? Die Ritze war am Weg. Uff. Das darf ich nicht machen, das ist nicht kinderfreundlich. Warum nicht? Kinder interpretieren so einiges. Die interpretieren. Ja, ich weiß, aber ich hab's absichtlich mit Max ausgesprochen. Ja, ich hab mich versprochen, sorry. Ja, du merkst das auch immer rum, wenn man sich versprichst. Jetzt darf ich das auch mal bei dir. Ich darf das. Ich darf. Ja, es ist, ja, Leute. Ich bin auch Deutscher. Ich bin auch Deutscher. Jetzt wird's aber sehr spezifisch hier. Aber du hast sehr nah tschechische Wurzeln, ne? Also ganz ehrlich. Ich habe auch österreichisch und kurz. Also ich halte Tom immer noch für einen Türken. Polnische meine ich. Tom ist. Ja, Tom, ist eigentlich ist. Polnisch. Eigentlich to, ist Tom ein Türke. Hey, ich hab polnische Wurzeln, okay, chill. Okay. Tom, nein! Ich wollte sagen. Sorry. Ey, nicht, dass du hier irgendwann ankommst mit. Wir sollen Polen einnehmen. Oh, oh. Ich möchte nicht Polen einnehmen. Oh, tschüss, Max. Tschüss, Tom. Ja, ich bin aber nicht Putin. Oh, fuck. Also oh Tom, Gott, Tom Putin, das hört sich aber auch fancy an. Naja, also ich glaube nicht, dass die Ukraine das Einzige ist, was er einnehmen möchte. Warum steht Kenny nur am Anfang, also? Ich glaube, sein Internet macht nicht ganz so mit, wie er das möchte. Ich auch. Wo ist Tom? Tom ist im Ja, aber ich glaube, dass also Tom, das könnte Kenny noch schaffen, Leute, weil es sind Bots. Das sind noch zwei Menschen. Es stehen drei bei der letzten Sprungschanze und davon ist einer Tom. Also. Okay, oh mein Gott, Kenny! Oh mein Gott, Kenny, das war Skill. Das war sehr Skill gerade, was er gemacht hat. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Wie? Kenny, das schaffst du. Nein, ich habe es nicht. Oh mein Gott. Tom, du hättest dich für ein Sacrifice müssen. Opfern, genau. Du hättest dich für... Ja, du bist schon, warst schon krass nah dran. Vor allem, man macht Laserdash. Oh Mann, warum kann ich da nicht mitmachen? Darfst du gleich auch noch. Da habe ich Luca mal besiegt. Das war einer meiner größten Brüstungen. Luca da auch mal besiegt. Aber ich hab das auch nicht schwierig. Weil wir haben ja gerade gesehen, wie Luca blockt ist. Meines Wissens nach ist eine Brüstung das, was an einer. Ach du. Fick dich. Man sich mit etwas brüsten. Ja, aber eine Brüstung ist doch das, was an einer Brücke oder an ja, einer so einer. So einer aber das sind zwei verschiedene Wörter. Brüstung ist im Grunde das, wenn man sagt. Also Brüstung ist das, was am Balkon ist, aber sich brüsten heißt, wenn man die Brust herausstreckt, wie ein Balkon. Oder auf dem Schiff zum Beispiel. Das ist auch eine Brüstung. Oder eine. Das kann man aber auch Reling nennen. Ich glaube, das wäre auch eher kann man auch Brüstung nennen. Aber sich brüsten, also das macht schon Sinn. Jawohl! Und die
Brüste sind auch nicht schlecht. Ja, dass du auf Möpse stehst, wissen wir ja, Kenny. Warum du nicht, Luca, oder was? Ja, nein, was? Ich? Ich? Da kann man nicht viel machen. Auf Pussys? Ich hab halt einfach den größten Brustumfang. Kenny mag Möpse, nicht mag Pussys. Ich glaube, Kenny wird für jeden, wenn ein langweilig ist, kann man seine Brüste. Was? Das ist halt, also Chill, Kenny, du hast gerade gesagt, ich glaube, dein Brustumfang, Kenny, ist größer als mein Bauch. Ey, da werden wir wieder beim Thema, Kenny, ne? Das, was ich dir geschrieben habe. Ey, du hast mir einfach geschrieben aus dem Nichts, also out of context, irgendwie so Brustumfang, Fragezeichen. Da ging es eigentlich um Mini, also nicht. Bitte Mini. Was? Alter Tom! Nein, nein, nein. Bitte was? Ich stelle mich in die letzten. Nee. Du musst den ganzen Kontext erklären. Also, erst haben wir über die Körpergröße geredet und dass ich ja eigentlich auf große Frauen stehe. Und, ja, nein, oh mein Gott. Die größer Frauen größer sind als du. Aber ich finde das halt einfach attraktiv. Ich finde das halt irgendwie. Also ganz ehrlich, Sophie ist auch größer als ich und ich fand. Sophie ist auch attraktiv. Oh nein! Attraktiv, weil sie halt größer ist. So, ne? Ja, nein, das ist halt einfach. Ah. Ich stehe halt. Das Ding und ich habe dann. Wir hatten auf jeden Fall Lass mich doch mal ausreden, Leute. Ja, also im Endeffekt war es dann so, dass Tom dann irgendwie was davon angefangen hat und gesagt hat, yo, so wegen meiner Körpergröße. Und dann hat Tom irgendwie so gesagt, so ja, dann haben wir herausgefunden, dass Mini irgendwie 7 bis 8 Zentimeter größer ist als ich. Ui. Ja, das ist auch schwierig. Und dann hat Tom so gesagt, ja, jeder hat ja 2 Meter. Kommt halt nur drauf an, wer es wie einteilt. Okay. Und dann kam ich auf die grandiose Idee, nochmal zu fragen, dumm wie ich bin, wie ist das denn dann bei Mini? Und dann kamen wir bei Das müsste aber heißen, Kenny, dass du 30 cm in der Hose hast. Hat er nicht, niemals. Das heißt das nicht nur, das ist so. Tschüss, Tom. Das glaube ich dir. Aber Max, erinnerst du dich noch, dass wir auch mal darüber gesprochen haben? Tschüss, Max. Ja, also Max, ne, das Thema, was wir in der Hose haben, hat dich scheinbar richtig wuschig gemacht. Du bist ja runtergeflogen sogar. Was sagen, also... Ich wusste nicht, dass sich das so verlegen macht, wenn ich über meine Brust rede. Das schon angefangen, ne? Ach Leute, ich hab das vermisst, mit euch aufzunehmen. Ich hab das echt vermisst. Das macht echt Spaß. Sag mal, Luca, wie lange willst du noch aufnehmen? Wir sind jetzt gerade bei 23 Minuten. Ich würde sagen, nach der Runde mache ich nochmal eine benutzerdefinierte, so wie immer. Und ja, danach sind wir fertig eigentlich soweit auch. Oh, guck mal, die sehen aus wie kleine Katzen. Hallo. Oh, nein, doch. Das ist ein Ekelhaft. Also, Kenny, guck, wenn ich die anrufe, würde ich mich nicht von den Küssen abweilen. Naja, nee, das Ding ist, habt ihr danach, also, ich weiß nicht, bei Luca bezweifle ich, aber wenn Luca mitmachen würde, würde es mich ja, freuen. Ich mache gerne eine Runde mit. Mach gerne eine Runde mit, aber 23 Uhr ist ja soweit geplant wie der Reaction von Seven Egg, deswegen, da bin ich ja dann bei ihm. Also, Kenny nicht. Nein, Kenny ist beschäftigt, über Mini zu denken. Da kommt drauf an, was ihr macht. Nein! Oh Gott, ich hab nicht aufgepasst. Wir können das raus. Ich hab mal so eine. Ich hab aber keinen Bock auf irgendeine runtergeladene Welt. Ich will auf Server. Jawohl, Kenny, das. Kein Problem, meine Freunde. Kein Ding. Ja, kein Problem. Boah, dein goldener Schnurrbart, ey. Der Kenny, wie er lebt und lebt. Aus Gold. Ja, im Gegensatz zu Real Life hat Kenny im Spiel einen Bart. Halt doch die Fresse. Das war nicht mal ein Rose. So, jetzt gehen wir eben schnell hin. Warte mal, Kenny hat gerade halbes Face-Reveal gemacht. Er hat auf jeden Fall keinen Bart. Ich war das, der das gesagt hat, aber ich weiß halt, wann er das gesagt hat. Ja, aber Kenny hat es bestätigt. Ich hab schon länger gesagt, also ich hab schon sehr, sehr ja, so, ich, ja, okay, genau, ja, warte, ich, so, ich mache eben die Welt für euch fertig, das dauert nur eine Sekunde, weil ich nämlich schon Idee habe, welche Bahn wir nehmen.
eh mal zwei Superräder, mal gucken, was ich bekomme. Okay. Wird geladen als nächstes. Mhm. Ich habe gerade gelesen. Ich habe gerade bei den Typen nicht ultra geil, sondern ultra gay gelesen. War klar, was auch sonst. So, Leute. Ihr seid alle eingeladen. An ultra geil. Auf einmal kommt so ein Tom vor. Warum steht da ultra gay? Ey, das Ding ist. Ey, bei Tom hatte ich den besten Versprecher im Miitopia-Projekt, weil. Er hat irgendwie, da gab's Wollpfoten, die konnte man sich kaufen. Was? Ich hab einfach onstream, hab ich einfach Wollpfosten gesagt. Ein Wollpfosten? Ja, was machst du? Ja, ich geh mal Wollpfosten kaufen. Max, wo bleibst du? Arschloch. Ja, warte mal, so ein Wollpfosten, also so ein Tor aus Wolle wäre bestimmt geil. Das ist sogar, ja. Möchtest du einen Timer haben? Why jetzt ein Timeout? Also ich frag nur für einen Freund. Ich möchte, dass du jetzt hier reinkommst, dass wir weiterdrehen können. Ach so, ich dachte, wir machen gar keine Runde mehr. Doch, wir machen eine Runde jetzt. Also jetzt beweg dein Arsch hier rein. Ja, fick dich. Ich hab gesagt, wir machen noch eine Benutzer-Definition. Leute, lasst euch mal in Ruhe. Komm mal runter. Bruder, komm mal runter. Ey, wallah. Max, wo bleibst du denn jetzt? Hallo, komm doch jetzt endlich rein. Ja, ich beweg mich doch schon, Alter, ich bin fett. Ich beweg mich nicht so schnell. Ey. Das hab ich diesmal nicht gesagt. Also Max, ich halte dich für einen sehr, sehr schlanken und attraktiven Typen. That's gay. Ist mir egal, lass mich, ich darf das. Kenny, du weißt nicht mal, wie ich aussehe, außer von meinen Haaren her, also. Ja, aber man hat doch trotzdem ein bisschen Statur gesehen. Apropos Kenny, hast du am Wochenende was vor, oder kann man dich überreden, dass du mit mir feiern gehst? Nee. Boah. Ich bin am Wochenende nicht zu Hause. Willst du erstmal wirklich nach Köln fahren? Nein, ich würde erst nach Köln fahren, ihn dann abholen. I love Ralf's Mom. What the fuck? Bitte was? Wollt, das mit dem Versprecher, wo ich gesagt habe, Wolfposten, das ist in Part 21, das heißt sogar legendäre Versprecher. Darf ich mal fragen, wer Karls Mom ist und warum da jemand geschrieben hat, dass er sie mag? Cringe. Ultra gay. Keine Ahnung, das steht da. Da stand gerade, als die Map geladen hat, I love Karls Mom. Ist das nicht die Mr. Beast Map? Ja, das ist die Mr. Beast Map. Die ist ab sofort nämlich auch im normalen Game verfügbar. Oh, das ist ja geil. Da steht sogar Feastable drauf. No! Sacre bleu! Oh mein Gott! Nein! Was denn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du mal versucht hast zu sagen, aber es hat nicht funktioniert. Merde. Ich hab die Beast Games gewonnen, easy. Gar kein Problem. Ja, alles das ist lachen. Auch nicht, aber ich geh halt hier bei den Schaukeln hier durch die Mitte und das ist. Nein! Ja! Ja, okay, so kann man das auch machen. Ah, Leute, ey. Und da liegt wieder eine dicke Banane rum. What the fuck? Das ist deine. Ja, ich weiß, dass das meine ist. Mann, ihr macht's nicht besser. Ich wollte das ignorieren, okay? Die dicke Banane? Ja, ich wollte Lukas dicke Banane ignorieren. Hä, wie pissig sind wir denn, dass wir das ignorieren? Wir machen einfach weiter auf. Naja, Lukas, Bananen interessiert mich halt einfach nicht. Mich? Ja. Aber das interessiert ja sonst alle Leute. Ich kann nutzen, darüber einen dummen Joke zu machen. Und Luca, deine Banane ist für mich absolut wertlos. Ja, Tom, aber weißt du, Tom, gerade deine Autokorrektur mag doch große Bananen. Jetzt nutze ich mal ein sehr nutzloses Jugendwort, das hoffentlich keiner benutzt. Darf er so... Kerl in, Leute. Ja, so. Willst du mich verarschen, Keno? Sio, okay. Sio, du Spaß. Kenos Gior. Aussprache wie bei Sio. Das ist der Beweis, dass du nie Latein gewählt hast. Alles klar, das heißt, weißt du, Latein ist eine schwachsinnige Sprache. Latein ist tot. Niemand.
Niemand braucht fucking Latein. Also ja, naja, doch. Wenn du Archäologe werden möchtest, ist Latein schon zum Vorteil. Ich will schon Archäologe werden. Frag ich mich keine auch. Keine Ahnung. Archäologe ist geil. Ich wollte früher wirklich. Ich wollte. Alter, ich werde nur hin und her Warte mal, was muss man denn mit dem Game machen? Einsammeln nur. Einsammeln. Ich hätte statt gekickt fast gesagt. Ja, ja, ich hab Tom runtergeschossen. Ich werde aber hin und her gefickt. Ey, weiche. Ja, ich will auch. Dämon, weiche. Du weißt, den Kampf gewinne ich. Oder auch nicht. Nein! Candy Soul, du weißt, den Kampf gewinne ich, oder auch nicht. Ich bin vierter Platz, ne? Ah, dieser Bastard, wer hat mich runtergeschossen? Ich bin vierter. Junge, ich verstehe. Oh Gott, nein! Ja! Aha! Ja, ich bin top. Und wer ist hier noch? Wer ist hier noch? Ich bin noch hier. Ich hab's geschafft, ich bin dritter. Ich bin zweiter. Okay. Wie viel Münzen? 35. Jawoll! Da ist er weggegangen, ja. Aber ich hab mich. Oh, das war aber ganz schlecht gelaufen jetzt. Oh, ich hab. Ich hab die Münze aber noch bekommen. Nein! Nein! Runtergefallen, ich bin vierter. Ja, ich bin dritter jetzt. Ich hasse dich, mit wie viel Münzen? 33. Ich hab 2, ich hab 64. Nein, ich hab 32 Münzen. Jawoll. Mir war noch eine Sekunde, ich hätte noch eine Münze mehr bekommen. Aber ich hab's noch. Boah, das wird ein Viererfinale, Leute. Das wird ein Viererfinale. Mit uns ist auch die. Wir sind schon bei 32 Minuten. Heute ist eine sonderlange Runde. Und zwar eine Map, die wir gar nicht so häufig hatten: Stumble Cove. Oh, Jo, GG, Luca. Tatsächlich einfach auch der Fairness halber nutze ich tatsächlich, werde ich meinen Ball nicht benutzen. Besser ist es für dich. Ja, true, das ist sehr stark. Und nachher heißt es so, ey, hätte ich meinen Ball benutzt, hätte ich euch besiegt. Das stimmt ja auch. Ja, true, Alter. So jemand ist Luca. Was soll das denn heißen, so jemand bin ich? Ja, genau. Ein Fehler und du bist weg vom Fenster, Max. Ich weiß. Ich hab's geschafft. Ja, oh, wow. Jawohl! Hätte Luca mal den Ball genommen, da hätte er auch gewonnen. Ja. Wie konnte ich nur hätte er nicht fair gespielt. Wie konnte ich nur fair sein, ey? Das ist ja unerhört. Wie ging das nur? Ich wäre auch mal Kronen bekommen. Ich habe heute auch nicht gewonnen. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Herzlich. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Stumble Guys mit den Freunden, mit den Brees. Bis dahin, Leute. Haut rein. Macht's gut. Und tschüss, sagen der Drogensüchtige, der Kleinwüchsige und die sterile Katze. Echt, meine Fritz.